Willkommen zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Heute haben wir uns das Dell XPS 13 9380 geschnappt und werfen einen ersten Blick darauf. Im Lieferumfang enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit USB-C-Kabel, ein USB-C auf USB-A-Adapter sowie die üblichen Papierbeilagen. Unser Testgerät kommt im typischen XPS-Look daher. Die Außenseiten sind in Platinsilber gehalten, während die Innenflächen aus schwarzen Carbonfasern bestehen. Damit sieht das Notebook nicht nur hochwertig aus, sondern fühlt sich auch angenehm an und Fingerabdrücke sind kaum zu sehen. Das Dell XPS 13 ist nicht nur in Silber-Schwarz, sondern auch noch in Rosé-Gold-Weiß und in Frostweiß erhältlich. Mit gerade einmal 1,2 Kilogramm ist das XPS 13 ein Fliegengewicht unter den Notebooks. Es lässt sich also leicht transportieren und fällt auch aufgrund seiner kompakten Maße in einer Tasche kaum auf. Der 13,3 Zoll große IPS-Bildschirm verfügt in unserem Modell über eine Full-HD-Auflösung. Die Webcam sowie das Mikrofon sind trotz der schmalen Bildschirmränder oberhalb des Displays. Weiterhin zeigen sich die mattschwarze Chiclet-Tastatur sowie das Touchpad. Auf der rechten Seite finden wir die Audiobuchse, einen USB 3.1 Typ C-Anschluss, den Micro-SD-Kartenleser und einen Lautsprecher. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden ein Computerschloss, zwei USB Typ C-Anschlüsse mit Thunderbolt 3, eine Anzeige für den Akkustand sowie ein weiterer Lautsprecher verbaut. Damit sind wir am Ende des Unboxings angelangt. Weitere Infos zum Dell XPS 13 9380 gibt's wie immer in unserem Testbericht.